Heute am Karfreitag, am dunkelsten Tag des christlichen Kirchenjahres, erscheint uns Gott in einer Weise, die so gar nicht hineinpassen will in das Bild vom allmächtigen und barmherzigen Gott. Wir schauen uns um in der Welt und sehen Leiden und Sterben, Krieg und Zerstörung. Für Christinnen und Christen spiegeln sich diese Erfahrungen in der Gestalt des sterbenden Christus am Kreuz. Lasst uns Jesu Worte am Kreuz aufnehmen und zu unserer Klage machen: mein Gott, warum hast du uns verlassen? In diesem Jahr 2018 jährt sich das Ende des Ersten Weltkriegs zum 100. Mal. Im November 2018 war das Morden und Schlachten vorbei. Über 17 Millionen Menschen hatten in den 4 Jahren des Krieges ihr Leben verloren. Mehr als 21 Millionen Soldaten waren verwundet worden. Aber 20 Jahre später wurde wieder von Deutschland aus der Zweite Weltkrieg entfesselt. Und noch weitere Ereignisse jähren sich in diesem Jahr. Mit dem Prager Fenstersturz begann 1618, vor 400 Jahren, der 30-jährige Krieg, ein gesamteuropäischer Krieg, den schätzungsweise mehr als ein Drittel der Zivilbevölkerung auf deutschem Territorium zum Opfer fiel. Er endete mit dem Westfälischen Frieden 1648, vor 370 Jahren. Wir gehen mit unserer Prozession heute an vielen Kreuzen entlang, die unsichtbar am Wegesrand der Vergangenheit stehen, aber auch unserer Gegenwart. Denn wenig hat sich geändert seither. Krieg und Gewalt, Hass und Tod finden sich bis auf den heutigen Tag. In Syrien, Afghanistan, im Irak, in der Ukraine, im Südsudan, in Nigeria und an so vielen weiteren Orten unserer Erde. So gedenken wir der Opfer in der Gegenwart am Beispiel der Vergangenheit. Wir gehen die Karfreitagsprozession als Schweigeprozession im Gebet und stillen Gedenken und geben auf diese Weise unserer Solidarität mit den Leidenden heute Ausdruck. Wir sind sehr dankbar dafür, dass unsere Prozession heute von der christlichen Friedensbewegung, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste und Pax Christi begleitet wird und auch die Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der evangelische Militärbischof dabei sind. Zudem wird die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Dr. Irmgard Schwetzer und Professor Christoph Markschies von der Humboldt-Universität zu uns sprechen. Erlauben Sie mir noch einen technischen Hinweis. Die akustische Verstärkung erfolgt durch Lautsprecher auf dem Begleitfahrzeug. Das Fahrzeug muss immer an der Spitze unserer Prozession fahren, um vor uns an der nächsten Station zu sein. Bitte achten Sie darauf und lassen Sie den Technikwagen immer vorausfahren. Lasst uns beten. Ewiger Gott, wenn wir uns nun auf den Weg machen, so begleite uns mit deinem lebendigen Geist. Hilf uns, das Schwere auszuhalten und ihn nicht auszuweichen. Schenke uns trotz allem Trost und Hoffnung, auch an diesem dunklen Tag. Amen.